Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Das wusste ich nicht, was ich spiele, aber jetzt weiß ich wieder. Dying Light ist es in der Enhanced-Version. Und hier sehen wir gleich vor mir, das ist Ninja Husky Love. Und die Lebensenergie ist nicht ganz voll, wenn ich das sehe, richtig? Richtig. Ja gut, ich sehe nämlich den grünen Balken. Ja, und meine Wenigkeit ist auch noch dabei. Ja, und wir spielen jetzt im Koop. Endlich haben wir es geschafft, dass wir auch im Koop spielen können. Ich bin hier im Unterschlupf, in meinem Unterschlupf, glaube ich, ist es, ne? Ja, unser. Ist ja auch mal eigentlich meiner. Ja, du zahlst die Miete? Ja. Okay, alles klar. Nee, mir geht es nicht im Unterschlupf. Erst wenn du draußen bist. Ja, muss ich erst mal gucken. Sprengen Sie mit Spike. So, stimmt, ich muss ja dir jetzt folgen, da dein Quest. Genau. Und ich muss der Host quasi jetzt. Der Host. Ich bin der Host. Okay, da muss ich jetzt mit... Oh, eine Schaukel. Mit Spike sprechen. Oh, was? Halt, nicht springen! Ich spring! Wie kann ich jetzt meine Waffe ausrüsten? Ich habe keine in der Hand. Ich muss selber gerade mal gucken. Ich dachte, ich habe die ausgerüstet. Steuerkreuz nach rechts. Ja, habe ich gemacht. Und dann ist sie oben gelb unterlegt, die obere Waffe. Und da habe ich die jetzt nur nicht da, weil ich balancieren muss. Ich springe einfach runter. Ah, ich habe sie, okay. Okay, hey, wieso sterben die? Probier mal mit L1 zu treten. Mit L1? Ja. Geh mal an den und trete mal. Ich springe! L1. Okay, nochmal. Sehr gut. Kann man die jetzt plündern? Du durchsuchen, wenn du magst. Musst du aber nicht. Doch, vielleicht gibt's da was. Brauche nämlich, ich habe endlich mal Geld gefunden. Zigaretten. Achso, da kommt noch einer auf dich zu. Ja, dann hauen doch. $43 hat er gehabt. Übel. Medikit habe ich noch 2, ja, so. So mache ich meine Waffe nicht kaputt. Aber ich bin nicht so gut im Karate. Oh, hinter mir. Der wollte mich fressen. Wieso steht der nochmal auf? Oh, der steht auch nochmal auf. Ich dachte, sie sind tot. Der lebt immer noch. Wie sind das jetzt beim Durchsuchen? Wenn ich jetzt durchsuche, kannst du die auch durchsuchen? Achtung, hinter dir! Ich weiß nicht, ob das... Ja, ich kann die auch durchsuchen. Obwohl ich die schon geplündert habe. Das sind aber ganz schön viele hier. Ich glaube, wir gehen mal zu dem Punkt, oder? Ja. Ich dachte, ich kann hier noch was finden, aber dem ist nicht so. So, dann gehen wir mal weiter, genau, zum Punkt. Und wie ich mich kenne, verlaufe ich mich bestimmt wieder. Ich bin ja kein so ein Minimap-Gucker. Das ist im Haus drin. In diesem Haus ist das drin. Oder? Nee, da. Oh. Ui. Ganz schön weit weg. Ich kann hier ein Dings setzen, einen Wegpunkt setzen. Nee, ich sehe den auch so. Okay. Ich sehe den orangenen Punkt so wie du. Das ist das Gute. Ja. Sie haben nicht verteilte Fertigungspunkte schon wieder? Das ist ja nice. Da musst du das mal machen. Was ist denn du da für ein Schwerttee? Alter Verfall da. Ja, auch so ähnlich. Meins macht auch ein bisschen weniger Schaden wie deins. Ja, das ist um die 600 macht meins. So. Also eben so gucken, wie das geht. Ja. Wo habe ich den Moran? Ah, da unten hinten. Diesen Kraftstufe habe ich noch. Muss ich also immer die ersten daneben, ne? Zuerst mal. Erstmal, ja. Auskochen. Kraftstufe 2. Passiver Effekt. Lernen Sie mit größerer Präzision anzugreifen.
Jedes Mal, wenn Sie einen Gegner mit einer stumpfen Waffe an der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Gut. Da mache ich das mal. Ich muss noch kurz mal das Mikrofon leise machen. Ich habe nämlich irgendwie immer ein paar Pop-Effekte. Immer noch, trotz. Wieso denn? So, jetzt ist es vielleicht besser. Licht noch an. Ja. Was muss ich machen? Licht? Ob du dein Licht noch an hast, drück mal nach oben das Steuerkreuz. Ja. Ah, jetzt ist aus, ja. Ja, dann sieht man mich besser, deswegen habe ich es angemacht. Ja, die Zombies sehen dich auch besser. Ja, deswegen meine ich ja. Die sollen mich ja sehen. Wo ist es? Da die Straße entlang. Ich will mich da nicht verbrennen. Okay, ich will mich auch nicht verbrennen. Da schreit einer mich an. Boah. Boah, voll zack. Aber zwei. Boah, geil. Komm noch mehr. Das Problem ist, es geht so schnell kaputt immer die Waffen. Ja, stimmt. Das finde ich ein bisschen übertrieben schnell. Da ist noch einer. Habe ich eben auch gemacht. In Zeitlupe sogar. Wo bist denn du? Wieso? Oh, was? Wo kommen die her? Mich dann richtig stark entgegenkommt, da haben wir keine Waffen mehr. Ja. Ich dachte, die können nicht klettern. Doch, es gibt welche, die können klettern. Ich dachte, ja. Ach, hier ist er ja schon, der Spike. Hier im Haus drin. Keine Sorge. Sarah wird eine Lösung finden. Hast du das über Reis gehört? Ach, der ist das, stimmt, wird der Lump. Crane, eins vorweg. Du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Es hat sich angehört wie ein Verkäufer. Bracken ist ja gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Ist das okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Okay, du sollst zum Turm zurück. Ja, das war aber echt wie so ein Verkauf hier. Hier hast du eine UV-Lampe und mit der kannst du den Zombie verbrennen. Das ist ja unglaublich, James. Das ist ja toll. Das hat sich wirklich komisch angehört, so wie er gesprochen hat. Okay, zum Turm. Das ist der hier, das Hochhaus, ne? Ups. Ja, genau. Ja, sehr schön. Oh, hopp. Was? Oh. Hopp. Hey. So. Da ist ein Pfeil. Du lockst da die Zombies an und ich spring da an. Was? Wie bist denn du da hingekommen? Erst da runter und dann hier. Hilfe! Hilfe! What? Ich bin runtergefallen. Ja. Oh. Guck mal, hier kannst du nicht. Oh ja, okay. Warte. Ich wollte gerade zeigen. Aua. Hat geklappt. Neue Kraftstufe. Wieso stirbt denn der nicht? Metallteil ist gut zum Reparieren, ne? Ja.
Kann ich nämlich gleich machen. Meine Waffe ist gleich Fuchikago. Die geht ja so schnell kaputt, hier, das ist ja echt übel. Ist nicht schön, ich glaube, so diese Kickerei. Darf ich die noch plündern? Also, ich finde es schon ein ziemlich brutales Spiel, muss ich ehrlich gestehen. Ach was. Kann man das schön seine Aggression. Wie kann ich das jetzt reparieren? Du musst dann, wenn es ganz, aber warte erst, bis es ganz kaputt ist. Ja, mache ich. Und dann Dreieck drückt halten. Okay. Warum steht es nirgends? Es kommt dann automatisch, wenn es kaputt ist. Ah, alright. Steht es denn da? Warte mal, wo ist denn der Punkt hier? Da hinten. Okay. Was ist der da? Der ist unten irgendwie, das so, bei mir ist er nicht. Du musst hier zu mir kommen, hier steht, warte auf andere Spieler. Jetzt stimmt's. Crane hier. Bericht. Könnte es sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe? Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Okay. Kannst du die Kisten noch hier aufmachen? Ich weiß gar nicht, ob ich die denn auch plündern kann. Ich drücke immer, ich halte immer Quadrat gedrückt. Ich auch. Muss ich gar nicht. Metallteil ist gut. Wieso habe ich trotzdem bloß noch zwei? Ich habe doch gerade den Metallteil aufgenommen. Wieso wird es nicht mehr? Hä? Wieso jammert meiner? Ist es brennig? Der macht... Das habe ich aber auch gehabt, glaube ich. Das ist irgendwie ein Fehler. Schön dunkel. Ja, steuere jetzt nach oben. Wie habe ich die vermisst, die Taschenlampe? Das ist oben irgendwo, oder? Wird es nicht angezeigt? Wenn es oben wäre, wäre dann Pfeil noch dran. Okay, dann muss es hier sein. Ja, eigentlich schon. Aber hier ist auch der Aufzug wahrscheinlich. Fahrstuhl, oder? Ach, das hieß, da muss ich wieder gedrückt halten. Deswegen komme ich da durcheinander. Mal so, mal so. Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Oh, jetzt bin ich wieder voll. Schön. 100%. Wie dieser kannst du niemandem trauen. Kann ich dem was verkaufen? Ja. Ja. Ich habe nichts zum... Doch. Das Wasserrohr. Ich muss gucken, was ist nicht... 39 Schaden, 30 Schaden. Gasrohr, 24 Schaden. Das kann ich verkaufen. Kann ich auch verkaufen. Wenn ich was aus Versehen verkauft habe, kriege ich das wieder zurück? Nee. Da steht oben Rückkauf. Okay, ist cool. Das kenne ich wo an. Wo gab es denn das auch noch Rückkauf? Borderlands, oder? Nee. War das Borderlands oder war das auch Fallout? Rostiger Schraubenschlüssel, den verkaufe ich auch jetzt. So. Das war Borderlands. Kaffee? Braucht man Kaffee? Kannst du verkaufen. Gut. Und die Zigaretten auch? Oder brauchen wir für irgendwas? Die kannst du auch verkaufen. Sehr gut. Jetzt habe ich endlich mal ein paar Dollar einstecken. Nicht schlecht. Und die Elektro... Aber das andere behalte ich, glaube ich. Ja. So. Was hat er da zu kaufen? Nichts Gescheites. Kommt gegen dein Schwert nicht an. Es geht ja nicht ums Schwert, es geht um Ersatzteile und so, wie Metall und Klingen und so, wo man das reparieren kann. Diese Dinge, obwohl man die eigentlich einsammeln kann, aber ja, okay.
Jetzt mache ich erstmal diese. Guck mal, über auf der Karte ist jetzt so ein Ausrufezeichen. Siehst du die? Ja, eins, direkt da. Ja, die kannst du immer ansprechen. Da gibt es immer Missionen oder. Den kannst du halt reden. Warte darauf, ich muss auf den Spieler warten. Wieso denn das? Ach, dass du die auch nicht annehmen kannst. 31, Crane, richtig? Das war's. Sehr gut, ja. Dann gehe ich jetzt mal zum Punkt. Ja. Dann komme ich jetzt mal zum Punkt. Ab hier, oder? Hier. Hör zu, Brecken und ein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Beißer haben das Team dezimiert. Dann sind Reis Leute aufgetaucht. Haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Brecken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich, okay? Weißt du, an wem mich die erinnert? An die eine von, ich weiß ihren Namen nicht mehr, Far Cry 4. Gib dich zuversichtlich. Sabal, seine Gegnerin da, die Tussi. Original. Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Brecken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich gehe. Ich mach's. Genau, ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hier bleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Ja, danke. Danke, danke. Also ich muss es jetzt machen. Jade, auf ein Wort. Klar. Ja. Brich zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Zum Kessel soll ich jetzt aufbrechen? Passen Sie auf. Da wäre auch noch etwas anderes. Breckens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden. Und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht, alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb, vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht. Ja, verlass dich auf mich. Eine Trophäe. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt hast du da mehr Ausrufezeichen auf der Karte. Ja, was waren das jetzt, was da gerade eingeblendet wird mit 3500 und Gedöns? Das war eine Quest. Mittel stand da. So. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich Mittel. So, und jetzt muss ich was machen? Kontaktieren Sie Gray. Jetzt kannst du theoretisch hier die ganzen Ausrufezeichen erstmal annehmen. Dann haben wir, weil ich habe das auch, glaube ich, schon gemacht. Hallo? Ausrufezeichen? Der hier. Das ist aber ein bisschen... Ich frage mich, was Davut noch so alles in seinem Geschäft hat. Ich bin mir sicher, dass wir einiges davon gut gebrauchen können. Okay. Das ist, hier kannst du dich auch nochmal umziehen, wenn es doch anders handeln möchtest. Jared. Warte auf anderen Spieler. Ja, ich komme. Hey, hast du Ersatzschlüssel für 202? Was ist denn los? Drin ist was faul und die Tür ist abgeschlossen. Ja, ich weiß, was da faul ist.
Das riecht bestimmt schon faul. Das kann nur das sein. 192. Ach, da müssen wir, glaube ich, hoch. Da ist auch noch ein Aus. Ah, hier ist oben. Pfeil oben. Das ist schwierig. Da blicke ich. Ist nicht so einfach. Ich auch nicht. Durchzublicken. Hier geht's hoch, ja. Ach so, du bist schon unterwegs. Du Ninja. Ich höre keine Fußschritte. Bist du das? Oh oh. Der hier. Wer? Der mit der Mütze hier links. Was ist denn hier los? Bahir hat sich eingeschlossen. Wir konnten ihn schreien hören. Klang nach Verwandlung. Hört ihr das? Ich krieg's nicht hin. Willst du's versuchen? Gute Nacht, Mr. Bahir. Belohnung 3500. Das meine ich. Was mache ich mit 3500? Was ist das? Neue Tagebucheintrag, das ist eine gute Frage. Damit du probierst es hier mit der Tür mal. Oder lässt es erstmal? Weil ich habe keine Dietriche mehr. Ich könnte es zwar auch für dich aufmachen, aber ich habe keine mehr. Da war, glaube ich, auch ein mittleres, oder? Wie war das jetzt drehen? Oh. Ja, ist gleich kaputt, mein Dietrich. Du musst dieses Schloss knacken. Geknackt. Gut. Ja, ich weiß. Hä? Bist du da reingestolpert? Hilf mir! Wie du denn? Hilf mir? Hallo? Bitte denn? Hä? Da? Da ist er. Was ist mit dir? Ich kann mich nicht rühren! Mir explodiert gleich der Brustkorb. Verwandelst du dich? Nein, nein. Die Schmerzen gingen los, als ich Antizin nahm. Oh, da auf dem Boden. Da? Dieses Zeug ist Müll. Was? Eine Fälschung. Wo hast du es her, Bahir? Bitte, ich brauche einen Arzt. Sag mir erst, woher du es hast. Geht nicht, hab's versprochen. Der Kerl ist nützlich. Bringt mir Sachen von draußen. Wie gepanschtes Antizin. Und wenn das Kinder kriegen, sollen die das auch durchmachen? Himmel, nein! Dann sag mir, woher du es hast. Yusuf, einer der Späher. Merkwürdiger Kerl. Er lebt auf dem Dach. Okay, ich hol Dr. Lena. Oh, bitte, beeil dich! Ja, jetzt muss ich den Doktor holen. Und dann kriege ich, glaube ich, die Belohnung. 3500 was? Für was auch nein. Immer. Er verwandelt sich weiß nicht. Ich der eine oder braucht aber einen Arzt. Ich dachte, der wird pass auf, ich muss hier weg. Ich will meine Frau und mein Kind an einen sicheren Ort bringen. Also der Turm dürfte der einzig sichere Ort sein, den es gibt. Der sicherste in den Slums vielleicht. Aber wie wir beide wissen, heißt das nicht wirklich was. Es gibt einen Weg nach draußen. Aus den Slums? So ist es. Ich muss ans andere Ende der Stadt und dafür brauche ich eine Schusswaffe. Wenn du mir eine besorgst, sage ich dir, wo du einen Laden finden kannst, der noch nicht geplündert wurde. Woher weißt du, dass da überhaupt noch was ist? Weil es nur eine Person gibt, die Zugang dazu hat. Und ja, das sind die Quests immer, die da stehen. Ja, aber da steht ja die Belohnung, 3500. Ja, die kriegst du dann, wenn du die Quest abschließt. Aber was ist das, 3500? Dollarpunkte, Bohnen? Weiß ich nicht, Erfahrung, denk, oder? Ja, was mache ich damit? Könnte es vielleicht sein. Okay. Erfahrungspunkte, da steigst du dir eine Stufe auf. Dann kriegst du neue Fertigkeit oder sowas, weiß ich auch nicht genau. Gut. Ich hab da wieder runter, oder? Laut Karte. Ja. Das sind alle Pfeiler unten. Ja, was ich jetzt gerade sagen wollte, falls sich der ein oder andere fragt, warum das so ein bisschen komisch klingt. Ich habe ein anderes Mikrofon. Ich habe das Samson Go Mic an der Playstation, weil ich den Party Chat mit aufnehmen möchte. Und deswegen nutze ich das jetzt gerade, sonst wird man Haskellauf nicht hören, weil wir im Party-Chat sind und nicht direkt über das Mischpult kommunizieren mit dem Mikrofon, wie es bei den anderen Parts vorher war. Das nur zur Info. Deswegen ist Haskellauf auch so leise. Ja, ja. Ja, mindestens 20 Dezibel leiser als ich. Ey, okay. Ich habe noch einen Fertigkeitspunkt, glaube ich. Den möchte ich gerne vergeben.
Bitte warten Sie. Da die meisten Kuriere außer Gefecht sind, möchte Bracken, dass die Späher die Kurierarbeit erledigen. Somit betrifft es auch mich. Wir sollen die GRE-Pakete holen, die kurz vor Sonnenuntergang abgeworfen werden. Jade soll mich einweisen und das wird wohl unangenehm für uns beide werden. Ich habe nur das Erweiterungspaket. Wieso kriege ich dafür Werbung jetzt, dass ich mir das holen soll? Ja, das verstehe ich auch nicht. Okay, jetzt muss ich mal die Frau Doktor suchen. Ist noch weiter unten. Ist auch nochmal ein Händler hier. Wo denn? Händler? Ach, hier. Aber der hat meistens nichts. Na, aber ach, den habe ich, glaube ich, den kenne ich von ganz Anfang an. Ist das nicht der allererste Händler, den man so kennenlernt? Genau, ja. Ja, und wer bist du? Der guckt bloß blöd. Hm. Noch weiter runter, ne? Wieso geht mein Licht immer aus? Jetzt ist der Kreis weg. Nee, der ist da ganz am Rand, deswegen sieht man den. Ah, jetzt, okay, stimmt. So schlecht. Mülltonne. Mülltonne? Leer. Metallteil ist gut. Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Ich habe es gerade aufgenommen, kannst du das da nicht aufnehmen? Da ist aber ein Quadrat. Oh, schlecht. Aber es ist... Ja, es ist ein Quadrat da, guck mal. Eindeutig, aber es ist irgendwie so grau. Oder kann ich nicht mehr wie drei aufnehmen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hm. Ich brauche die für die Reparatur. Fertigungsteil. Also die Kisten ist es so, dass oder dass du die Kiste, wenn du die genommen hast, dass sie keiner mehr nehmen kann. Ich weiß nicht, komm mal hier rüber, dann ist nämlich auch noch eine Kiste. Ja, wenn ich weiß, wie du bist denn da hingekommen. Du musst erst aufs Dach. Ich will... Ah, geht ja schon so. Crane hier. Bericht. Der Turmboss heißt Bracken und ist definitiv nicht euer Mann. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier, nennt sich Raiz. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Bestätigt. Sie machen Ihre Sache gut, Crane. Setzen Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. Eigentlich bin ich ja ein fieser Kerl, ne? Ich betrüge dich ja eigentlich quasi. Ja. Wie komme ich denn jetzt, wie bist du da runtergekommen? In die Hütte rein da. Ich bin, glaube ich, von dem Dach. Du glaubst. Hier runter. Ja, genau. Da mache ich mir bestimmt weh, das ist ganz schön hoch. Utsch. So. Geht's nämlich die Treppe runter, dann gibt es auch eine Kiste. Das machst du die mal auf. Dann gucke ich, ob ich das aufnehmen kann. So. Hast du genau? Ja. Ich kann's auch nehmen. Eben, siehst du, und ich konnte es eben nicht nehmen, Metallteil. Die konnte ich jetzt hier nehmen. Die Metallteile. Komisch. Da ist ja einer drin. Die Boxen doch. Oh, zwei. Ach du. Die hat sogar ein Ding in der Hand. Oh. Die ist runtergefallen. Oh, guck mal, eine große Kiste. Und Dietrich ist jetzt drin. Ich habe eine Klinge gehabt. Kommt das Vieh jetzt da hoch? Steht da unten. Ach, die große Grießkiste. Eine Schnur.
Sehr gut. Schon wieder 31 Minuten. Ich muss eine Pause machen. Oder machen wir, gibt es da jetzt irgendwas, was wir noch zu Ende machen müssen, eine Mission? Ich weiß, ich habe das ja immer nicht gemacht. Und da unten ist noch einer. Einer? Zwei? Alter Schwede. Wieso muss ich jetzt wieder gedrückt halten? Kiste. Ja, ich sehe so eine grüne, ne? Mhm. Zigaretten? Chemikalien? Ich habe Alkohol und Kaffee drin. Das ist immer komisch, ne? Ja. Bei der Kasse muss ich jetzt wieder gedrückt halten. Das ist schon seltsam. So. Oh, ein Schrank. Was waren das? Baklave? Was? Lebensmittel. Achso, Lebensmittel, okay. Das kann man essen und das mal. Wenn man weiß, wie es geht, kann man das essen. Ich weiß zwar, wie man essen, wie Essen geht. Also anscheinend hat er das gerade bei mir automatisch gegessen, wenn man es nimmt. Aber ich weiß nicht, wie es im Spiel geht mit dem Essen. Ja, du bist voll wieder. Du warst sowieso voll. So, und jetzt? Wie kommen wir jetzt hier bitte raus? Da ist ein Dings hier. Aber ich kann da nichts machen. Hier hochspringen wieder. Wir können doch hier eine Pause machen. Ja gut, dann machen wir hier ein Folgenpäuschen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne wieder vorbeischauen oder Kanal abonnieren oder bei Twitter vorbeischauen oder was auch immer. Hier war einmal... Alter, so ein Ninja und die... Ja. Und der... Der, ja. Sag nichts Verkehrtes. Der Sammler. Der Sammler? Das ist doof, gefällt mir nicht. Der Samurai. Das sieht aber so aus wie so ein Sammler. Wie so ein Ödländer. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ja. Ich guck gerade ein Schwert an, das ist ein Riesenteil. Ey. Das könnte fast von Dark Souls sein. So eine Spezialwaffe. Sieht aber auch so aus, von Bloodborne, so eine... So ein geborenes Ding. Ja, okay. Also, ja. Folgenpäuschen habe ich gesagt, ne? Ja. Machen wir jetzt. Tschüssikowski, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.